Ja, das eine Haus, wo er nicht rankommt, schon hast du verloren. Ja, das stimmt. Haben wir ja auch jetzt erfahren dürfen. Oh, er baut sofort nach. Ob das so eine gute Idee ist, wenn die Pest noch tobt? Ich weiß es nicht. Bei uns war der schwarze Tod ja auch schon kurz unterwegs. Soweit ich das gesehen habe. Bei uns trieb er sich auch schon kurz rum. Na? Nö, liefert er nicht. 71 Tonnen. 79 Tonnen. Ey, die produzieren gut. Die sind gut dabei, die Weinleute, wa? Oh, hoppla, Entschuldigung. Uiuiui. Ja, guck mal, dann kann ich hier noch zwei Farmen hinterbauen. Das ist doch wunderbar. Ist zwar ein bisschen doof für das Markthaus, weil eigentlich muss ich dann ein zweites bauen, damit die andere Seite mit was auch immer es dann versorgt werden kann. Komm schon. Ist auch interessant. Bei 1701 meidet er den Hafen, solange die Pest tobt. Nö, ist es egal. Hier interessiert es ihn einfach nicht. Schwarzer Tod? Och, pff, egal. Komm. Ich frage mich immer noch. Ja, der Galgen, da werden Kriminelle hingerichtet. Ja. Senkt das vielleicht das Brandrisiko? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was, ich werde sonst mal testhalber, weil ich habe echt kein... Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Ich habe mich jetzt nicht erschrocken oder so. Nein, gar nicht. Wo denn? Oh nein, nicht da. Nicht da. Oh, mein wichtigstes Feld. Und das verdorrt mir. Du bist doch ein Arschloch, sag mal. Ehrlich. Arschloch-Spiel. Ich habe echt ein nettes Spiel. Ja, ich will meine Alkoholproduktion retten. Ja, hier, Feldvernichtung, ne? Supi. Was macht der Galgen? Oh, super, ich habe nicht mal ein Werkzeug, um das herauszufinden. Geil. Senkt das die Brandstiftungsgefahr? Weil dann baue ich hier auf jeden Fall... Alter, der hat auch eine Reichweite, ne? Guckt euch das mal an. Der hat eine Reichweite, das ist sagenhaft. Irgendwas muss der ja leisten, wenn er so eine Reichweite hat, der Galgen. Ich frage mich die ganze Zeit jetzt, was der bewirkt. Senkt er die Brandgefahr? Senkt er die Kriminalitätsgefahr? Falls es hier überhaupt sowas wie Kriminalität gibt. Aber ich denke mal schon, weil anders kann ich mir die ganzen Brände nicht mehr erklären langsam. Weil es brennt ja echt alle nächst lang. Na, wie sieht's aus mit Kakao? Ja, Kakao ist wunderbar. Alles klar. Und Alkohol? Ja, und 8 Tonnen, ja. Aber wenn ich dann nochmal zwei Felder bauen würde, dann hätte ich theoretisch das Doppelte. Ja, aber ich glaube, Alkohol erholt sich so schon ganz gut. Das heißt, wir könnten theoretisch nachher nochmal einen kleinen Ausbau wagen. Dass unsere Leute mal wieder ein bisschen hochkommen. Nachdem der Vulkan sich hier ja meinte, austoben zu müssen. Komm schon, Roter. Gib mir noch mal ein bisschen Werkzeug oder ein bisschen Eisen. Was auch immer. Ich nehme alles. Nur was eisenmäßig ist. Außer Waffen. Waffen würde ich nicht nehmen. Das ist ein pazifistisches. Er hat mich erhört. Er hat mich erhört. Der KI-Spieler hört auf mich. Was ist denn da los? Der hört auf mich. Wie ungewohnt ist das denn? Der hört einfach auf mich. Ich bin gerade ein bisschen gerührt. Oh. So, jetzt ekelt sich die gesamte erste Reihe, denkt sich erstmal. Bäh. Ja, Alkohol scheint sich zu erholen. Ja, 9 Tonnen Alkohol. Jedes Mal 9 Tonnen Alkohol. Ja, geil. Also Alkohol erholt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Bevor es entsteht. Nahrung erholt sich auch, wenn auch schwach, aber es erholt sich. Wir haben fast 70.000, Leute. Das kann man echt keinem erzählen. Nein, nicht das Schiff verkaufen. Bist du wahnsinnig. Nicht mit der wertvollen Fracht. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, es wird auch so bleiben. Kollege, ich wiederhole mich eigentlich sehr ungern. Zumindest in Let's Plays. In Streams habe ich nicht so das Problem damit.
Vor allem, weil ja auch ständig mein Stream abbricht. Ja. Ja, er fährt zu mir. Ja. Geil. Wie viel hast du geliefert? Oh, 6 Tonnen. Übernimm dich bloß nicht. 6 Tonnen. Wow. Wahnsinn. Übernimm dich bloß nicht. Boah, ey. Stell ich mir gerade vor, so eine riesige Kiste mit Eisenerz, weißt du, so kleinen Bröckchen, weißt du, und der, ach nö, du nimmst nur so eine ganz kleine Kiste, weißt du. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Damit er ja nicht zu viel kriegt davon. Kann ich doch gar nicht an Bord nehmen. Frachtraum ist doch schon voll. Ich kann nur Eisen und Werkzeuge eigentlich mitnehmen. So wirklich. Lager ist voll. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das Lager voll ist. Soll ich die mal ausbauen lassen? Baut euch mal bitte ein bisschen aus. Nein, jetzt haut das Schiff wieder ab. Du sollst da bleiben. Du sollst den Hafen da im Auge behalten. Ja, sie fangen auch schon an zu bauen. Ich wollte gerade sagen, klar, dass sie Schule brauchen, ist mir klar. Dass sie da rummeckern. Die werden sie auch kriegen, die Schule. Ui, Kaufleute direkt, jawohl. Gucken, Bauoptionen. Schon irgendwas Neues. Die Plantagen ist da, da brauche ich, ist klar, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr gucken, weil Plantagen sind wir durch. Da kommt nichts mehr. Wäre jedenfalls komisch, wenn jetzt noch was kommt. Weil eigentlich haben wir alles. Wir haben alles durch, was die Plantagen angeht. Guckt mal euch das mal an, wie schnell die Werkzeuge runtergehen. Alter. Die stürzen sich ja die regelrecht drauf. Aber wenigstens können unsere Steinmetze wieder an die Arbeit gehen erstmal. Das sieht aus, ne? Alle Steinhäuser mittendrin eine Holzhütte. Supi. Das sieht aus. Ja, unser Fisbee muss wachsen. Wrestlingburg hat leider momentan kein Eisen für uns. Das ist sehr schade. Die haben eh nie Eisen für uns. Der auch. Ja, Nahrung. Ja, du leck mich doch am Arsch. Ehrlich. Nahrung. Haben wir mehr als genug von. Ja, das ist wirklich der einzige Posten hier, der uns wirklich Eisen und Werkzeuge anbietet. Stopp. Falls ich noch was bauen muss. So ein kleiner Notvorrat muss sein. Haben sie jetzt sich alle hier zu Kaufleute vergrößert? Oder tatsächlich? Haben sich alle zu Kaufleuten vergrößert. Supi. Kurz mal gefragt, was frisst denn die Schule an Werkzeug? Die Hälfte! Oh, scheiße. Dann warte ich lieber. Dann warte ich noch. Das wird eine Wartesession. Ah, scheiße. Ah, ich konnte ja nicht ahnen, dass es dieser blöde Vulkanausbruch dazwischen kommt. Ah, gucken wir mal kurz die Bauoption. Irgendwelche Änderungen wegen Kaufleute? Hier ist die Feuerwehr, die kennen wir ja schon. Nö. Wie sieht es eigentlich mit unserem Doc aus? Ja, wir müssen hier langsam mal einen zweiten Doktor anbringen, ja. Zweiten Arzt. So langsam aber sicher. Ich finde es schade, dass es hier nicht so eine Art Enzyklopädie-Modus gibt, dass man mal nachgucken kann, was der Galgen macht. Ob der die Brandgefahr reguliert oder was auch immer. Weil Zufriedenheit senken wäre eigentlich das Sinnloseste, was man hier machen könnte. Oder Grausamkeit erhöhen, so wie es ja in Stronghold der Fall ist. Da kann man ja seine Grausamkeit erhöhen, damit die Leute besser arbeiten. Ja, toll. Unterm Strich macht sie das nur unmotivierter. Ja, sehr schön. Verdorrtes Feld. Oh, oh. Das lese ich aber gar nicht gerne hier. Verdorrtes Feld. Das lese ich aber echt nicht gerne hier.
lese ich aber gar nicht gerne hier, Freunde. Ups. Egal. So. Oh. Vulkan, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wie kommt denn das denn hier zustande? Habe ich nur unten die Anzeige gesehen für den Vulkan, habe ich schon gedacht. Alles klar. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, nehme ich gerne, danke. Bitte trotzdem Werkzeuge an. Das nenne ich mal Treue. 320 Einwohner. Ja, so würde ich auch nicht vorankommen, wenn das ständig schwankt. Wir haben jetzt wie viel Tonnen Werkzeuge? Oh, 67 Tonnen Werkzeuge. Ja, bitte, was wollen wir denn mehr? Ach, jetzt kommst du auch mal nach Fisby, wa? Penner. Wow, 14 Tonnen. Wow. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Hä? Ich wollte gerade fragen, sind die Felder verdorrt? Sah anfangs so aus. 0% Produktion. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Zahl. 0% Produktion. Supi. Und bei denen brennt die Hütte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alter. Ja, danke. Danke. Danke, Spiel. Das war jetzt nicht der Wunsch von mir, dass ich jetzt auch Brand haben will hier. Danke. So habe ich das jetzt nicht gemeint. So. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Also ich wollte es jetzt nicht bewusst herausfordern hier, Freundchen. Ich baue jetzt hier mal den Galgen. Ich will mal wissen, was der macht. Wenn das jetzt gleich hier weniger... Wenn das hier ab jetzt weniger brennt hier, dann wissen wir warum. Dann liegt das am Galgen. Weil ich kann mir sonst echt nicht vorstellen, wofür der da sein soll. Der Galgen. Und teuer ist er auch nicht mal. Stehe ich im Weg oder geht das so? Müsste eigentlich gehen. So dick ist unser Schiff ja nicht. 308 Einwohner. Hatte der nicht ursprünglich irgendwas so um die 360? Meine Fresse, ist der abgestürzt. Aber der hat wirklich alles, ne? Brand, Pest, alles. Der kommt ja gar nicht zur Ruhe hier. Das wäre eine Insel für mich, Freunde. Echt. Also negativen, ja, danke. Ach, Spiel, ich hab dich auch schon wieder lieb. Ach, da hinten. Wo ist die Feuerwehr? Ich wollte gerade sagen, du müsstest da doch eigentlich rankommen. Da oben kommt er nicht ran. Na, es kommt Werkzeuge an Laden, immerhin. Ich glaube, ich werde hier sonst auch mal einen Galgen errichten müssen, wa? Ich bin jetzt mal gespannt, ob es hier jetzt immer noch Brände gibt oder ob das jetzt aufhört. Oder weniger wird zumindest. Weil wenn es ab jetzt weniger wird, dann wissen wir warum. Weil dann ist das so eine Art Abschreckung für die Brandstifter. Dann sind es wirklich Brandstifter. Feuerteufel, sogenannte. So, Lars braucht immer noch Werkzeuge. Wo bleiben die Werkzeuge hier? Oh, das wird noch lustig mit Gold, wenn es losgeht. Ja, supi. Oh, das kann ja noch lustig werden. Scheiße. Stimmt ja. Gold muss ja auch noch angeholt werden. Oh, davon gibt es nur eine einzige Mine auf der gesamten Karte. Ja, moin, ey. Supi. Oh, oh, oh. Ich meine, ey, geil, Eisen. Nimm ich doch gerne mit. Hatte ich nicht im letzten Stream irgendwas gesagt, man freut sich über die leichten, über die einfachen Dinge des Lebens, so war das, einfachen Dinge des Lebens. Genau das ist jetzt der Fall. Ich freue mich über Werkzeuge, supi. Wie sieht's denn aus? Alkohol erholt sich wunderbar, sehr gut. Tabak ist auch noch in Ordnung, Gewürz ist auch in Ordnung, Kakao ist auch in Ordnung, gut stabilisiert. War anscheinend eine gute Idee, der Chef erstmal ordentlich voll zu ballern, sehr gut. Das freut mich doch zu hören, schade, keine Werkzeuge. Hm.
Ja, es ist jetzt so eine reine Wartesession, aber sowas gehört zur Anno-Nummer auch dazu. Weil kein anderer Schweinehund das mal anbietet. Davon mal ab, dass unsere Minen leider ziemlich kurz sind. Das lohnt sich eigentlich schon gar nicht, eine Mine zu bauen. Dann kaufe ich das lieber von meinem Konkurrenten. Kriegt er ein bisschen Kohle auf die Hand. Und Kohle ist ja nun wirklich unser geringstes Problem. Guckt euch mal unseren Bargeldbestand an. 72.000, da kann man echt nicht meckern. Warum mache ich das eigentlich mit dem Cursor? Da wird euch doch eh nicht angezeigt. Egal. Na, kommt gleich nochmal ein bisschen Werkzeug rein. Aber interessanterweise, seine Betriebe sind immer am Laufen, ne? Von der KI, die laufen wirklich immer. Genauso auch hier, die laufen immer. Ja, der hat 3 Denkmäler, alles klar. Und 4 Galgen hat er auch, guck an. Und er hat eine schön ruhige Insel, der Penner. Frechheit. Der hat richtig Glück. Der hat auch eine ruhige Insel. Ich hätte auch gern mal eine ruhige gehabt, aber nee, ich nehme stattdessen. Aha! Aha! Guck an! Deswegen haben sie nicht abgebaut. Tiefe Erzminen. Da haben wir das Ding. Da haben wir das Problem. Tiefe Erzminen. Und Lars ist so blöd und baut das direkt ab. Super, Lars. Du bist ein Doofmann. Klasse. Das hätte mir mal einer eher sagen müssen. Woher soll man das wissen? Tja, dann werde ich wohl hier auf der Insel, sobald wir die Möglichkeit haben, werden wir da wohl, sobald wir die Möglichkeit haben. Es gibt also tatsächlich eine tiefe Erzmine, das hätte ich nicht gedacht. 250 Einwohner. Wie viel hat er da oben? 1099. Also ich nehme mal an, bei 1000 Einwohner oder bei 400 Kaufleuten oder was auch immer, gibt es dann wahrscheinlich die tiefe Erzmine. Alles klar, gut zu wissen. So, hier bauen wir jetzt erstmal die Schule. Nein, das ist das Badehaus. Die Schule wollte ich haben. Da. Ich weiß, Schulkinder werden mich dafür hassen. Und Berufsschüler eventuell auch. Aber wir brauchen sie. Scheiße, die Straße ist blöd gelegt. Gut, dann ändern wir... Ups. Dann ändern wir die Straße. Schön über die Rumpelpiste, supi. Oh, läuft das Kantor nur noch die Holzfällerlage an, passt doch. Kurz gucken, nicht, dass ich die potenzielle Möglichkeit verpasse, an Eisen zu kommen. Okay. Man muss ja aufpassen, ne? Nicht einschlafen im Spiel. Siehst du, haben wir hier auch eine Schule sitzen. Sehr schön. Perfekt. Haben wir hier nochmal weitere Pioniere. Ja, ich weiß, ihr braucht Kapellen. Das ist wirklich unser geringstes Problem. Kapellen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Da ist aber auch was los bei dem, ne? Freier Händler und hier und da. Alles da, was Namen und Rang hat. Ah, siehst du. 10 Eisenerz. Ey, er wird großzügiger. Anscheinend. Wie sieht es denn in Fisby aus? Ist unser Eisenerzlager da voll? Oh, 20 Tonnen, immerhin. Och, scheiße, jetzt habe ich das Schiff hier angewiesen. Nein. Da bleiben. Das Schiff ist schon langsamer. Ja, wenn man viel Eisen dabei hat, dann ist es wohl so, ne? So muss das ja auch sein. Das muss voller Eisen sein. Und voller Werkzeug. Okay, damit hat sich meine Theorie schon mal erledigt. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Weil das war jetzt das erste Mal, seitdem wir den Galgen gebaut haben, dass der Alarm losging. Wie gesagt, wir behalten das mal im Auge. Wenn das nämlich nochmal kommt, dann wissen wir, alles klar, das mit dem Feuer hat sich erledigt.
Mit dem Galgen und wenn nicht, oh, wunderbar. Werde ich nämlich auch ein Fisbee einbauen. Oder zwei am besten, damit sich die Brände mal ein bisschen reduzieren. Es sei denn, der scheiß Vulkan fängt ja an, Feuer zu spucken, die blöde Sau. Ich meine natürlich, wenn unser guter alter Freund, der Vulkan, meint, mal wieder seine Meinung kundzutun. Und das Werkzeug habe ich ihm ganz schnell abgezogen. Dankeschön. 75 Tonnen Werkzeuge, jo bitte. Da kann sich doch sehen lassen. Oh, oh, Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug. Nein! Nein, scheiße. War zu spät. Meine Reflexe sind nicht mehr die besten, man merkt es vielleicht. Ich sehe schon Bloodys Kommentare. Was soll das denn heißen? Wie soll ich mich denn fühlen? Ich bin älter als du. Ja, Lars und die alten Menschen. Das klingt fieser, als es eigentlich ist, aber naja, gut. Ja, aber Ressourcen sehen bislang gut aus. Kaufleute sind zufrieden. Pioniere auch. Ah, komm, ich gebe noch mal ein bisschen Material frei. Könnt ihr auch noch mal ein bisschen ausbauen, wenn ihr Bock habt. Aber kontrolliert bitte, nicht hier völlig enthemmt eskalieren. Sagt er, und da wird ein fettes Kaufmannshaus hingezimmert. Wisst ihr Bescheid. Gucken wir gleich mal in die Bauoption. Hat sich irgendwas geändert? Irgendwas getan? Nö, nix. Gar nichts. Kein Eisen. Seufz. Jetzt mit dem Schiff aus. Zwei Ladungen Kakao. Okay, alles klar. Ups. Nein. Handelsroute weiterverfolgen. Alkohol. Ja, 7 Tonnen. Ja, nicht schlecht.